So Leute, willkommen zu einer Folge Minecamp. Ja, wir waren ja hier stehen geblieben, wovon ihr nichts wisst. Ich bin nämlich letztens gestorben. Da man kann ja offscreen Sachen machen, teilen oder wenn andere aufnehmen. Da hat Alex mich getötet, weil der an unserer Base war. Also kein Hate und sowas. Der wollte einfach seine Rache, weil wir sein Haus mal wieder hochgesprengt hatten. Also es sogar noch. Auf jeden Fall bin ich gerade bei deren Base. Ja, die haben hier eine fette Mauer gebaut. Man kann ja eigentlich nicht mehr rein. Wie gesagt, die Betonung liegt auf eigentlich. Ich bin ja bereits drin. Dennoch würde ich eigentlich gerne nach Hause gehen, weswegen ich dann wieder hier raushüpfen werde. Oder eher gesagt, unten ins Wasser. Also, ich möchte mal ein bisschen mal überdrehen. Auch über diese Taliban-Sachen und sowas. Und den weiteren Verlauf des Projektes. Also, ein neues Projekt, was ich schon mal angekündigt hatte bei den TNT-Run-Video, kommt in jetzt sehr nahe langsam. Und das andere, was ich auch angekündigt habe, auch. Die Sache, was richtig, also was am meisten war, war Legend 2. Das war also ganz intensiv. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Nein, es kommt, aber nicht jetzt so früh. Das ist ja gerade erst vorbei. Wir können ja nicht schon jetzt eine zweite Staffel machen. Wir haben ja gesagt, jedes halbe Jahr circa. Also könnt ihr es ja selber ausrechnen, wann es circa kommen wird. Ja, und sonst, da könnt ihr euch freuen. Also das heißt, jetzt im Klartext, Minecamp wird für mich nicht mehr so lange gehen. Ich habe Spaß an dem Projekt, also ich finde es cool, im Gegensatz zu Christmas Town, das ist nicht meins. Das Bauen, ich habe mal wieder Macht, ihr merkt, dass ich sehr inaktiv hochlade, ich werde auch noch die Türchen fertig machen, auch im 24. Roland, ein paar Videos werde ich ja noch machen. Was heißt paar, wir sind jetzt schon, wir haben heute schon den 19. Das heißt, 5 Videos könnte ich maximal noch machen. Ich habe nicht so viel Spaß an euch, gefällt es auch nicht, deswegen, naja, hat sich das für mich erledigt ein bisschen. Es ist einfach nicht meins. Wäre ich, glaube ich, in die andere Richtung gefahren, wäre ich ja immer schneller gewesen. Oh, ich bin noch ein Depp. Na, egal. Was ist da oben? Ein Hühnchen. Kann ich jetzt? Ich drehe jetzt noch um. Dann bin ich schneller da. Also von daher, ja. So Taliban-Aktion, die kam mir recht lustig an. Das andere Team war etwas sauer. Wir haben keinen Strike als Strafe bekommen. Strikes sind jetzt aber höher geahndet. Ich kann direkt sagen, dass das Projekt so entführt. Wahrscheinlich für mich, dass ich wahrscheinlich 3 Strikes haben werde. Das kann ich sagen. Also, die Sache ist halt. Ich finde das Projekt sehr schön, also es ist cool, also da Props an Color, ich finde das an sich eine coole Idee, besonders ist das zweite Staffel. Die Sache ist einfach nur, ich finde das die Regeln blöd. Entweder, das habe ich gesagt, macht man ein YOLO-Projekt draus oder man macht ein Projekt draus, wo ganz strikt an Regeln gehalten werden, also wie bei Legend. Eine Mischung aus beiden funktioniert nicht, das ist ganz einfach so, das funktioniert nicht. Ich wäre für ein YOLO-Projekt gewesen. Ich finde das passender hier. Es wurde jetzt entschieden, strenge Regeln. Gut, kann man machen, aber naja. So, noch eine andere Sache. Ihr merkt vielleicht, ich habe ein Soundpack drin. Ja, ich habe wirklich ein Soundpack drin. Ja, das hat Multimedia geschickt. Das ist von PUPD, das Soundpack, plus einem geilen Extra. Das kann ich euch am Ende der Aufnahme zeigen. Da gehe ich einfach mal kurz auf meinen Server und zeige mal beim Villager was. Egal, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ja, ich benutze das Soundpack. Ich finde es mega cool. Also es ist nett, also auch das Klicken hier hört ja so, also ich finde alles cool daran, also ich finde das ein schönes Pack und jo. Dann apropos Regen, Leute, ohne Witz, ich habe gerade die Apokalypse schlechthin erlebt. Es regnet, es hat langsam, als ob es nieselt immer noch, seit 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens schon, regnet es in einem durch, bis gerade 15 Uhr. Das ist kein Witz. Es regnet durch. Einfach die ganze Zeit durch. Der kleine Weg, wir haben so einen kleinen Weg zu unserer Haltestelle halt dann. Der war überflutet. Man konnte da nur herstapfen. Das war eine riesige Pfütze. Also es war unglaublich. Ich war so klitschnass oder bin es sogar jetzt noch teilweise. Also echt heftig. Ja, heute Abend wird es irgendeine Übergabe geben. Ich habe das nur gerade in der Config gelesen. Trotzdem wollte ich eine kleine Folge machen. Das heißt, morgen kommt nochmal mein Camp wahrscheinlich. So, dann zack, 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 ich tucker mal. Ich glaube, hier war wirklich schneller. Da sollte ich gleich in die Ecke schon da sein, eigentlich. So, ja, von daher, also, mein Camp wird nicht mehr so ewig gehen. Natürlich jetzt noch ein bisschen, aber wenn ihr so Wünsche habt, bestimmte, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Weil, mehr als 10 Folgen werden das, glaube ich, nicht mehr. Hier auf das neue Projekt könnt ihr euch sehr freuen. Also das wird einfach nur hammer geil. Also das wird einfach, das wird euch auch gefallen. Also das kann ich auch sagen. Also das, da werdet ihr sehr viel Spaß dran haben. Ich merke es ja immer, wenn ich an einem Projekt spare, das ist,
unglaublich, eben zum Beispiel Aufrufe oder Bewertungen widerspiegeln meinen Spaß an der Aufnahme. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich, als würdet ihr das richtig bemerken. Das ist, Christmas Town macht mir keinen Spaß und dann guckt es auch fast keiner richtig. Also was heißt fast keiner? Es gucken immer noch viele, aber deutlich weniger. Aber gut, es liegt nur dran, weil die meisten eher mich wegen PvP auch vielleicht abonniert haben, nicht unbedingt für die Baukünste. Manchmal zerspringt das Bett einfach da, ich wundere mich. Ja, ich habe keinen Spaß am Bauen, ich kann nicht bauen, ich will nicht bauen. Ende. So, was ich recht blöd fand und schade ist, dass sich Team Rot, wie ich gehört habe, einen Beacon wieder gecheatet hat. Finde ich schade. Also muss ich sagen, das finde ich einfach nur schade, weil das unsere coole Aktion im Endeffekt langweilig macht. Also das finde ich halt schade. Also wie gesagt, die haben auch gesagt, die werden keinen Schaden. Ich finde einfach nur, sagen sie, die hat gesagt, ja, Regelfreiheit, aber gebt den Beacon. Fände ich schon super, aber so, keine Ahnung, finde ich nicht gut. Also finde ich wirklich nicht gut. Muss ich sagen. Und gut, da hat jemand einen Wall gebaut. Ja, da hat sich jemand Zeit genommen, einen Wall zu bauen. Okay, okay, alles gut. Ja, von daher, dann habe ich auch Fälle mitbekommen, dass er sich schon wohl zu Spielern tippet hat, der Kalle und so. Das finde ich einfach so nicht gut. Es muss ein schönes Balancing, meiner Meinung nach, drin sein. Aber gut, man hat ja immer was zu meckern. Nie ist etwas perfekt. Das auf keinen Fall. Wenn man das Gesamtprodukt sieht, kann man ja einfach nur sehr zufrieden sein mit dem Projekt. Finde ich auf jeden Fall cool. Auch die Teilnehmer sind sehr cool drauf. So, aber hoch kann man ja noch ziemlich... Alter, wie gut, dass hier gerodet ist. Also, wir gehen direkt zum Karottenfeld. Seht ihr, hört ihr halt das Soundpack. Ich finde es einfach nur cool. Also ich finde das ist einfach mega chillig. Also ihr könnt mal euer Kommentar da lassen zum Soundtrack. Wenn es ihr sehr schlimm findet, könnt ihr sagen. Ich finde es sehr gut. So, ich mache mal keine Ho. Habe ich jetzt noch keine Lust drauf. So, zack, 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 zack. So. Okay, dann, also vielleicht haben sie ihn wieder gelöscht, ich weiß es nicht, ich glaube es sogar, weil es halt eine Übergabe geben soll. Auf jeden Fall hatte ich das nur gehört. Ich bin da sehr uninformiert, weil ich keine Zeit habe, die Konfi aktiv zu lesen. Da fehlt mir einfach die Zeit. Jetzt, wo ich Ferien habe, ist es natürlich angenehmer. Aber gut. Hier wurde doch mit World Edit gearbeitet, oder? Ich glaube, das wurde mit World Edit gemacht. Kann sein, irgendwas mit World Edit gemacht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jo. Gut, gut. So, only takes Thunder. Okay. Only fake oder take? Okay, was soll mir das sagen? Ich weiß es nicht. Okay, so, dann müssen wir mal im Lagerraum angucken. Alex hatte da nämlich grieft ein bisschen aus Strafe. Dings, was ich recht heftig fand, was ich gesehen habe, er hat unglaublich viele Dislikes gehabt auf seinen Videos. Leute, da kamen bestimmt noch einige von euch, disliked ihn nicht. Er hat ja nichts gemacht, ich habe ja auch genauso böse Sachen gemacht, dass er, auch dass er jetzt ziemlich getötet hat und dass er leicht zergrieft hat, ja, auch als ganz, das ist seine Rache und auf keinen Fall schlimm. Also, ich würde das schon sagen in meinem Video, ehrlich, wenn ich das etwas zu übertrieben finde, also auf keinen Fall. Also, wenn ihr da irgendwie gedisliked habt beim Alex, dann geht auf jeden Fall zurück und nimmt es wieder weg, weil er hat nichts getan. Wirklich in keinster Weise. Also, er hat was getan, aber nichts so entscheidendes. So, die Folge ist ziemlich lame, da ich nicht viel erzählen kann. Aber das ist halt noch eine Sache, mir persönlich fehlt die Ideen, beginnt die Ideenlosigkeit hier. Was soll ich machen? Bauen? Bestimmt nicht. Das ist lame und langweilig und habe ich selbst keinen Bock drauf. PvP, gut, da haben irgendwie alle hier Angst vor, die wollen eher alle bauen. Deswegen fühle ich mich teilweise ein bisschen fehl am Platz. Der Einzige, der auch ein bisschen noch YOLO macht gerne, ist dann der Oni und sowas. Bei den Gegnern der Alex und irgendwie sonst die anderen wollen da eher Friede vor der Eierkuchen, was auf keinen Fall schlimm ist. Aber ich bin halt nicht so ein Spieler, das passt zu mir nicht. Von daher, muss ich mal gucken. Wenn ihr noch ein paar Ideen und Vorstellungen habt, könnt ihr auf jeden Fall schreiben. Aber soweit, werde ich halt noch ein paar, werde ich hier noch ein bisschen... Ein paar die Quests machen vielleicht noch. Ein, zwei, wenn es irgendwie geht. Ein, zwei YOLO-Aktionen noch und dann aus dem Projekt ausscheiden. Also gehen oder mit Strikes raus sein. Gut. Wobei ich nie was Übertriebenes machen würde, wenn ich halt gehen würde. So welche Aktionen halt. Schon Strike dann provozieren, aber naja. Okay. Ja, okay, super. Das war eine Talk-Folge mehr.
und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich hoffe, das ist soweit nicht schlimm, weil morgen kommt sowieso eine Folge, wenn diese Übergabe da stattfindet. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann habe ich voll die falschen Versprechungen, weil da könnte noch was passieren, Interessantes. Ich gucke einfach mal. Ja, wie gesagt, freut euch aufs neue Projekt. Wenn ihr Glück... Ja, dieses Jahr, naja, dieses Jahr nicht mehr. Also aber direkt am Anfang nächsten Jahres, also in sehr, sehr naher Zukunft. 2 Wochen, 1 Woche. Mal gucken. Ich bin demnächst auch weg in Auschwitz mit einem Geshi-Kurs. Ich habe zwar Geshi schon abgewählt gehabt, also habe schon abgewählt, aber da konnte ich trotzdem noch mitfahren. Da sind wir in Auschwitz für 5 Tage. Da werde ich natürlich Videos vorproduzieren, aber ja. Noch eine Sache ist, welche ich sagen wollte, wenn ihr Fragen habt und sowas, schreibt mir eine YouTube-Nachricht. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass die YouTube-Nachricht untergegangen ist. Also ich habe früher, als YouTube-Nachricht noch übersichtlicher war und sowas, man da schneller einem schicken konnte und das nicht so versteckt war, habe ich auch so 10 Nachrichten am Tag bekommen. Mittlerweile bekomme ich jeden zweiten Tag nur eine. Und es heißt ja nicht, dass mein Abonnentenzahl gesunken ist, sondern eher gestiegen. Also deswegen, und da, weil das in letzter Zeit nicht so überlastet ist, könnt ihr da ruhig Fragen stellen. Am besten ist natürlich Twitter. Twitter lese ich alles, immer ohne Ausnahme. Ich beantworte aber natürlich nicht alles. Die mir schon länger folgen, weil so generelle Fragen habe ich schon beantwortet. Dann müsst ihr mal runterscrollen. Wenn es zu lange her ist, dann werde ich es nochmal beantworten. Aber sonst da Fragen stellen, dann sehen es auch andere. Dann ist es natürlich besser. Dann werden so Fragen halt direkt beantwortet. Und da sehe ich auf jeden Fall alles, weil ich immer einmal durchscrolle. Okay, gut, gut. Dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Nichts Spannendes, eigentlich lame. Einfach nur mal reden und Soundpack halt mal vorstellen. Ich finde es sehr cool, sehr schlicht, aber ich finde auch das Essen halt cool. Der Bogen hört sich auch chillig an. Ich kann Ihnen, glaube ich, mal in einem PvP-Video zeigen. Aber jetzt kommt's, genau. Ich gehe jetzt ganz kurz auf den Server. Guckt euch, das muss ich euch mal zeigen jetzt hier. Habt ihr es gehört? Wer das Video nicht kennt, ich habe das, also bei Bad Force Folge, da war das Crackit. Und Multi hat das einfach ins Soundpack reingemacht. Ja! Hört euch das an, das ist einfach. Alter, ich gehe nochmal. Okay, das war eine Katze. Ja! Oh Gott, das ist einfach so göttlich. Ja, okay. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's. Kann ich einen Bogen? Warte mal, ich zeig einfach mal den Bodensound. Ja, genau. Es kann über die Zeit, glaube ich, nerven, aber ich finde es eigentlich lustig so. Kann man es hören? Ich glaube, ich brauche noch einen Fileinventer. Mal kann ich das hier gar nicht zeigen. Ich hoffe mal, ich kann es. Ja, hört ihr es? Ich finde das auf jeden Fall sehr cool. So, ich sammle die mal ein. Okay, dann, ja, verabschiede ich mich. Und wir sehen uns mit auch das Item. Alles ist gut. Ich mag das sehr. Bis jetzt beim nächsten Mal. Tschüss. Dopp, dopp, dopp.